Hier ist ein kleines Schlachtfeld entstanden. Da sieht man mal, wie nützlich diese Matte ist. Hallo meine Lieben und ganz herzlich willkommen zurück oder neu auf meinem Kanal. Für diejenigen unter euch, die mich nicht kennen. Hi, mein Name ist Katrin und wenn ihr euch fragt, was ich hier so treibe, naja, von Unboxings meiner Boxen, die ich im Abo habe, eigentlich immer alles rund um Make-up und Pflege, was mich interessiert, worauf ich neugierig bin und darunter teste ich auch hier und da mal ein paar Sachen. Und heute gibt es ein kleines Testobjekt von DoNails, das mir netterweise zugeschickt worden ist. Und ihr wisst, ich habe ja auch schon diese Dipping Powder probiert und seitdem seht ihr mich auch echt fast in jedem Video mit wunderschön gemachten Fingernägeln und ich mag die Produkte super, super gern. Ich habe mittlerweile auch ein paar mehr Farben bei mir einziehen lassen und wie gesagt, heute gibt es einen kleinen Launch einer limitierten Tischmatte aus Kunstleder. Die zeige ich euch auch sofort, denn das interessiert euch bestimmt. Passt die hier auf den Bildschirm? So sieht die nämlich einmal aus. Und ist richtig schön flexibel. Und ihr könnt die auch, was ich mega finde, einfach zusammenrollen und dann verstauen. Das heißt, ihr habt nicht irgendwie riesen Platzmangel und keine feste Unterlage, die ihr nicht zusammenrollen könnt. Also die ist flexibel, die haftet richtig, richtig gut auf dem Tisch. Natürlich habe ich die schon ausprobiert und habe dabei ein wenig mich an einem Babyboomer probiert, den ihr jetzt schon auf meinen Nägeln seht. Ich nehme euch da natürlich mit, denn nur die Matte wäre vielleicht ein bisschen langweilig für euch. Und meine ersten Babyboomer sind auf meinen Fingern gelandet. Ich mag es echt gerne leiden und war auch hier wieder erstaunt, wie leicht es ging. Zu DoNails direkt gibt es von mir natürlich auch ein Video, das verlinke ich euch einfach im i, wenn ihr euch für dieses Dipping Powder System noch interessiert. Jetzt geht es aber auf jeden Fall einmal um diese Matte, die ich wie gesagt schon getestet habe und da wirklich so viele Vorteile entdeckt habe. Und ich mag es auch, dass ich wirklich, ich habe hier zum Beispiel, das kann man ganz gut sehen, da habe ich ein bisschen gekleckert. Und Leute, das wäre wahrscheinlich mein Tisch gewesen. Oder wenn ihr halt ausgelegt habt mit einem Handtuch oder mit Küchenrolle. Wobei Küchenrolle ist vielleicht nicht ganz so umweltfreundlich. Naja, nehmen wir das Handtuch. Das Handtuch wäre, glaube ich, ruiniert gewesen. Die kleine Tischmatte hat das Ganze abgefangen. Ihr könnt die übrigens auch einfach mit Wasser und Seife nach der Benutzung reinigen. Und ich, kleiner Schlurri, sage ich mal, ich puder halt ganz schön rum mit den Pudern. Das werdet ihr aber auch gleich alles genau sehen. Und gerade für so einen Babyboomer, so wie ich den gemacht habe, ich glaube, den kann man auch irgendwie noch ein bisschen anders machen. Aber ich habe mich jetzt mal, ich glaube, mit einer sehr einfachen Variante rangetraut. Und dabei ist ganz schön Puder geflogen. Alle Vorteile seht ihr aber auch gleich noch mal ein bisschen, während ich meine Nägel mache, weil das so eine kleine Entdeckungsreise auch für mich war, bei der ich euch natürlich dann auch mitgenommen habe. Und ihr seht quasi den Live-Test davon und die Live-Entdeckung der Vorteile davon. Und ich würde sagen, wir starten jetzt einfach ins Experiment Babyboomer featuring diese tolle Matte, die das Ganze natürlich um einiges leichter gemacht hat für mich. Mission Baby Boomer kann starten. Ich habe mir hier alles vorbereitet, was ich dazu benötige und habe mir hier die Matte auch hingelegt und ich mag die voll gerne. Die ist schön rutschfest, die hat hier auch so eine Griffigkeit, da liegen die Hände gut auf und ihr habt so einen guten Grip darunter, wenn ihr versteht, was ich meine. Ich habe das vorher immer auf dem Handtuch gemacht, weil man, auch wenn man ins Puder geht, immer ein bisschen daneben kippt, um das später nicht überall rumfliegen zu haben. Habe meine Nägel jetzt natürlich auch schon ein bisschen vorbereitet. Den kleinen muss ich nochmal retten. Also das funktioniert auch sehr gut mit diesem Puder. Das gibt nochmal so ein bisschen Halt, weil der ist echt böse eingerissen. Den habe ich mir richtig angehauen gehabt und ich habe sehr weiche, brüchige Nägel und auch hier
der ist fast nicht mehr vorhanden. Das ist aber einfach arbeitsbedingt. Und ja, wir versuchen das Ganze jetzt mal ein bisschen wieder schick zu machen. Wie gesagt, die Nägel sind vorbereitet. Da habt ihr ja immer bei den Sets diesen Nagelhautschieber mit dabei. Damit könnt ihr euch die Nagelhaut schön mit der flachen Seite so ein bisschen nach hinten schieben. Ihr habt diese spitze Seite und könnt da auch so das Überschüssige ein bisschen immer wegnehmen und da lang gehen. Und mit diesem Nagelclipser, was ja in dem Premium Accessoire Set enthalten ist, könnt ihr auch überschüssige Nagelhaut immer schön entfernen. Das ist, wie gesagt, alles schon passiert. Ich habe meine Nägel auch ein bisschen angefeilt. Da haben wir auch in diesem Premium Accessoire Set diese Buffer mit dabei. Ihr könnt aber auch eine feine Feile nehmen und leicht, wirklich leicht, nicht zu viel von eurem Nagel wegschubbern. Ihr müsst den nur ganz leicht anrauen. Ist auch immer gut, wenn ihr vorher die Nägel sowieso abmacht, habt ihr noch so ein bisschen Rest und müsst die eh einmal buffern. Dann habt ihr die gleich angeraut. Überschüssiges Nagelpulver könnt ihr mit dem Pinselchen einfach wegfegen. Und wenn eure Nägelchen dann so vorbereitet sind, können wir gleich loslegen. Also ich hoffe, es geht gut. Wie gesagt, ist mein erster Babyboomer, aber ich finde das so toll. Und ich habe euch ja diese zwei Pinselchen auch bei diesem Accessoire-Set gezeigt. Die sind nämlich dafür gedacht. Und wir starten jetzt einfach unser Experiment und meinen ersten Babyboomer. Leute, drückt mir die Daumen. Im ersten Schritt sind wir noch in unserem gewohnten Umfeld und wir benötigen dazu natürlich unseren Base Coat und unser Base Powder. Das Base Powder stelle ich mir direkt geöffnet an die Seite, damit ich schnell reindippen kann. Und den Base Coat trage ich mir jetzt einmal vorsichtig auf die Nägel auf. Bei dem Base Coat, ich sag's nochmal dazu, weil ich versucht es echt innen abzustreifen, weil sonst kriegt ihr, das verklebt euch und ihr kriegt das nicht mehr auf. Den Base Coat einfach ganz dünn auf eure Nägel auftragen. Und wirklich dünn und versucht echt eure Kanten, ich klappe mir das auch immer so ein bisschen runter, damit ich da nicht über den Nagel raus das Liquid auftrage, denn sonst habt ihr da nachher alles hängen. Wenn ihr das habt, einfach einmal im 45-Grad-Winkel ab in das Puder, ein wenig abklopfen und deswegen habe ich den Pinsel schon gleich hier stehen, ganz kurz einwirken lassen und dann vorsichtig abstreifen. Ich zeige es euch noch einmal. Versuchen innen abzustreifen. Eine dünne Schicht. Umso dünner die Schichten, umso besser ist nachher das Ergebnis. Auftragen. Auch schön vorne über die Kuppe, aber nicht auf eure Haut kommen. Wenn ihr da eine dünne Schicht drauf habt, könnt ihr ein bisschen mehr drüber gehen und so ein bisschen noch das Produkt quasi nach unten wegschieben. Danach geht's ab ins Puder. Kurz rein, abklopfen und vorsichtig mit einer leichten Hand abpinseln. Und hier sieht man auch gut, was diese Matte macht, denn sie sammelt dieses ganze Produkt, was man natürlich auch beim Abstreifen und so nicht alles wieder ins Pöttchen trifft, schön auf und ihr könnt nachher die Matte nehmen, zusammenklappen und wieder zurück ins Pöttchen. So, jetzt mache ich schnell die anderen Nägelchen ohne euch und dann sehen wir uns gleich wieder mit dem nächsten Schritt. Alle Finger erledigt. Ich kann euch vielleicht noch als Tipp mitgeben, was mir hilft, wenn ich den Base Coat auftrage. Ich hole mir gar nicht zu viel weiteres Produkt auf, sondern mache wirklich einen Finger, halte mir dann den Pinsel in der Hand, gehe mit dem Finger rein und gehe dann zum nächsten über. Dann habt ihr auch nie zu viel Produkt drauf.
Wir gehen jetzt weiter. Ich habe mir für meinen Babyboomer diese zwei Farben ausgesucht. Das ist einmal Snow White und Into You. Die sind auch beide neu bei mir eingezogen mit noch ein paar anderen Farben. Das hier könnte so ein cooler, moderner Babyboomer sein, denn normal hat man ja so ein Pink und ein Weiß und ich versuche es jetzt einfach, wenn schon, versuche es gleich mit den zwei Farben. Auch die öffne ich mir und stelle mir die natürlich sofort bereit, dass ich da nicht, wenn ich das aufgetragen habe, anfange noch zu öffnen und so. Denn wir werden beide Farben benötigen. Ich nehme mir hier einmal die zwei Pinselchen, sodass ich immer alles griffbereit habe. Dann haben wir unser Base Coat hier nebendran stehen. Und jetzt wird es spannend, auch für mich. Damit gehe ich jetzt nochmal über meinen Nagel drüber. Auch hier versuche ich wieder dünne Schichten, also mit dünnen Schichten zu arbeiten. Die Kanten klappe ich mir immer wieder so ein bisschen weg. Nehme mir überschüssiges Produkt so ein bisschen nach vorne hin weg, damit die Schicht schön dünn ist. Und jetzt nehme ich mir das dickere Pinselchen, gehe in Snow White und versuche mir das hier vorne auf dem Nagel aufzupudern, damit wir nachher einen schönen Ombre-Effekt haben. Und auch hier sieht man wieder, die Matte ist perfekt dafür, denn sie fängt alles ein und ich kann alles, was ich hier gerade verliere und so fleißig am Wegpudern bin, später einfach wieder aufsammeln. Mit dem kleineren Pinsel gehe ich in Into You und das pudere ich mir hier fleißig unten hin. Es gibt da verschiedene Wege, so einen Babyboomer zu machen. Ihr könntet auch hier bei diesem Nagelschieber, ist nämlich an der Spitze so ein kleines wie so ein Löffelchen, und das könntet ihr auch jetzt nehmen, um euch das Produkt hier drauf fallen zu lassen. Das finde ich sehr gut übrigens für, wenn ich meine Fußnägel mache. Denn da mit dem dicken Zeh in dieses Töpfchen zu kommen, funktioniert natürlich nicht so gut. Ich finde aber auch, es funktioniert hier gerade mit diesen Pinseln sehr gut. Ich gucke ein bisschen, dass ich die Ecken auch schön mit habe. Hier wird nichts verschwendet. Ich nehme mal hier noch ein bisschen ab und gehe hier wieder drüber. Letztendlich streiche ich natürlich wieder mit dem großen Pinselchen drüber. Und man sieht, glaube ich, schon ganz cool diesen Farbverlauf, ne? Natürlich reicht da eine Schicht nicht aus. Und wir gehen nochmal in unseren Base Coat. Damit gehe ich jetzt noch einmal hier drüber. Und wie gesagt, auch bei mir, das ist hier so ein bisschen, wir experimentieren ein bisschen zusammen. Aber ich finde die Farbkombi auch gerade richtig, richtig schön. Ich gehe mal hier in mein Produkt und hole mir da erstmal ein bisschen, dann wieder ins Töpfchen. Und gehe mit dem Weiß wieder vorne über die Spitze. Gucke, dass ich schön meine Ecken mitkriege. Ich bin echt so ein kleiner Sparfuchs, merkt man das? Mein gutes Puder wird hier nicht verschwendet, sondern von der Matte auf den Nagel gegeben. Wieder mit dem Kleinen ab in das schöne Into You. Und die Farbe natürlich noch ein bisschen intensiver zu machen. Danach wieder mit dem Pinselchen drüber streifen. Schau hier, dass ich alle Ecken gut mitgenommen habe. Und danach geht's mit dem Activator weiter. Denn das versiegelt das Ganze und härtet das Ganze aus. Den Activator, ihr kennt mich, mag ich gerne leiden. Da müsst ihr jetzt nicht aufpassen, ob ihr nebendran malt. Den könnt ihr einfach drüber geben. Der kann auch auf die Haut kommen. Guckt, dass ihr die Spitzen schön mitnehmt, dass ihr die Ränder alles schön habt. Und dann lassen wir den 2 Minuten trocknen.
für den ersten Versuch kann sich sehen lassen. Wir gucken jetzt mal, wie das Ganze beim zweiten Finger funktioniert. So, meine Matte ist noch mal ein bisschen aufgeräumter hier. Also ich habe wieder eine saubere Fläche. Hol meinen Basecoat, trage den dünn auf. Do Nails ist echt so ein, da ist ein Lernprozess dabei. Mittlerweile klappt das Ganze auch viel besser. Man lernt so ein paar Tricks für sich selber. Es ist echt ein richtiger Lernprozess und es macht auch richtig Spaß, da selbst so ein bisschen zu experimentieren. Ich bin hier wieder in Snow White unterwegs und mache hier meine Spitze. Auch hier wird das so sein. Irgendwann hat man, denke ich, auch eher das Händchen dafür. Wie viel Puder brauche ich denn jetzt? Aber Leute, ich kann euch jetzt schon sagen, diese Matte ist ein Träumchen für mich, kleine Sparfuchsmäßige. Denn ich mache das ganz automatisch, dass ich mir jetzt von dieser Matte immer wieder mein Puder zurückhole, um das dann aufzutragen. Und das ist ja auch nicht schlimm, dass da ein bisschen weiß oder dieses Pinkfarben bzw. lilafarbene Into You so ein bisschen gemischt wird. Denn nichts anderes machen wir ja quasi auf unsere Nägeln durch diese Sprenkler, die wir haben. Das überschüssige Puder einfach nochmal kurz hier hin. Und der zweite Nagel sieht auch schon richtig nice aus. Nochmal ein bisschen von dem Basecoat. Immer ein bisschen schwierig, weil ich dann immer gucke, ob ihr auch mitgucken könnt. Ne? Das darf man ja auch nicht vergessen. Also wenn man das für sich macht, funktioniert das Ganze natürlich auch nochmal ein bisschen einfacher. Nochmal das Into You ein bisschen drüber. Schön die Ecken wieder mitnehmen. Meine Reste schön verwenden und rübergeben. Wenn ihr so ungefähr zufrieden seid damit, einfach wieder das restliche Puder ein bisschen runternehmen. Den Activator drauf. So, ich mache die nächsten Nägelchen jetzt noch ready. Und auch die andere Hand, die ist nämlich noch völlig unbearbeitet. Und dann sehen wir uns gleich mit dem Ergebnis. Ta-ta-ta-ta! So sieht das Ganze nach der ersten Schicht Activator aus. Hier ist ein kleines Schlachtfeld entstanden. Da sieht man mal, wie nützlich diese Matte ist. Wirklich, ich habe auch so oft das Produkt, was hätte ich hier verschwendet, mit dem Pinsel aufgenommen und nochmal drauf gemacht. War super praktisch dafür. Und jetzt feile ich die aber einmal runter, mache da nochmal Activator drauf, lasse den nochmal trocknen für 2 Minuten. Und dann räume ich meine Matte vielleicht noch ein bisschen auf. Aber ich wollte euch das zeigen. Das ist ja alles Produkt, was weg wäre. Und so ein bisschen habe ich auch so eine neue Farbe kreiert, die ich immer toll in die Mitte auftragen konnte. Ich bin einmal zurück mit dem abgefeilten Nägel. Also ich musste da echt nicht viel wegmachen. Gerade so ein bisschen an den Rändern bin ich lang gegangen. Und eigentlich obendrauf musste ich fast gar nichts feilen. Activator für weitere 2 Minuten aufgetragen. Der ist jetzt auch getrocknet und ich habe die Matte in der Zeit ein bisschen sauber gemacht und musste feststellen, sie ist echt ideal, weil ich habe so ein bisschen hier rumgekleckert und auch da hat man ja dann mit so einer Matte keine Probleme. Ich mag es auch einfach, dass ich so meinen eigenen Bereich habe, wo ich so meinen Arbeitsbereich in Anführungsstrichen. Und ja, wir machen jetzt noch unseren Topcoat drauf und das ist ja so dieser letzte Step, der dem Ganzen so den letzten Schliff verleiht, aber ich bin schon wieder hier so ein bisschen stolz auf mich. Also gefällt mir bis jetzt sehr gut und ich bin beeindruckt immer noch, wie leicht es ging. Den Topcoat natürlich auch immer schön dünn auftragen und auch hier eine dünne Schicht einmal drüber und der muss dann auch für 2 Minuten trocknen und kommt danach ein weiteres Mal drüber. Und das ist immer so dieser Moment, der gibt dem Ganzen nochmal diesen Glanz, diesen Langanhalten. Ich bin so traurig, dass mein Fingernagel hier leider weg ist, weil der sieht so schön aus, auch wenn er gebrochen ist. Aber ne, so im Vergleich, aber ihr könnt auch mit diesem Dipping-System eure Fingernägel verlängern. Ich weiß, der wird wieder nachwachsen. Von daher, ne, brauche da auch nicht so ewig lange Fingernägel, aber es sieht schon hübsch aus, ne?
wenn man hier den Kleinen dagegen sieht. Da muss ich mit Schatzi schimpfen. Da war ich mit dem nämlich arbeiten und da hat es den einfach zerrissen. Aber der ist noch heil geblieben. So, mein Topcoat hier, der ist schon gleich fertig, wenn ich euch hier weiter zuquassele. Ich mache jetzt alle Nägel einmal weg. Wollte euch nur so ein bisschen diesen Vergleich zeigen, weil das ja doch immer noch mal so ein bisschen mehr Strahlkraft gibt. So sieht einmal das fertige Baby-Boomer-Missionsergebnis aus. Was denkt ihr? Schreibt mir mal gerne, ob es euch gefällt. Ich bin mega zufrieden damit. Die Matte ist mega gut. Hier glitzert es so vereinzelt, weil ich während der Wartezeit, bis die zweite Schicht Topcoat trocken war, ein bisschen mit meinen neuen Farben schon gespielt habe. Und da ist natürlich Glitzer dabei. Liebe die Matte, denn sie hat mein Glitzer gerettet. Das ist mir nämlich umgefallen und so konnte ich alles wieder schön ins Döschen machen. Finde die mega praktisch. Gerade wenn ihr mit so Dip-Powder arbeitet. Wie gesagt, fühlt sich toll an, hochwertig an. Mag ich super gerne leiden. Und ich trage mir übrigens auch immer noch so ein bisschen Nagelöl aus. Und ich mag meine Nägelchen. Ich mag Do-Nails. Ich finde das mega einfach, beginnerfreundlich. Und Lernkurve ist definitiv immer dabei. Und wie ihr seht, also ich freue mich schon wieder aufs nächste Mal, wenn meine Fingernägel nicht mehr halten, ich die abmache und wieder neu machen kann. Weil das macht auch richtig Laune, auch zu experimentieren und immer was dazu zu lernen. Und was alles möglich ist, habt ihr anhand dieses Beispiels jetzt einfach mal gesehen. Und ich zeige euch jetzt mal passend zu den Nägeln auch wieder mein Gesicht hier. Mein Gott, ihr seht die ganze Zeit nur meine Hände. Und so ist dieses kleine, wie ich finde, schon ein kleines Kunstwerk auf meinen Nägelchen gelandet. Ihr konntet das, glaube ich, ganz gut mitverfolgen, wie viele Vorteile auch diese Matte einfach für mich gebracht hat. Und hoffe, euch hat die Vorstellung gefallen. Und wie gesagt, die Matte gibt es ab heute bei Do-Nails zu kaufen, wenn ihr da Interesse dran habt. Und ich finde die mega, mega praktisch. Und wie gesagt, es ist eine limitierte Stückzahl. Meinen Code packe ich euch sowieso unten in die Infobox, weil damit könnt ihr 10% sparen. Und vielleicht wandert auch noch das ein oder andere Glitzer, so wie bei mir mit. Ich werde noch weiter für euch ein bisschen experimentieren und testen. Auch was das Abmachen der Nägel angeht. Aber ich sag, das ist so ein richtiger Lernprozess, der auch einfach Spaß macht. Und wenn man dann so coole Tools wie diese Matte mit dabei hat, die einem das Ganze auch leichter machen und man fühlt sich ja auch gleich immer so ein bisschen professioneller damit, macht das auch richtig Laune, sich da ein bisschen reinzufuchsen, zu experimentieren und zu gucken, was kann man denn noch alles damit machen. Ich hoffe auf jeden Fall, ihr hattet hier ein bisschen Freude dran und habt so ein bisschen mit mir mitgefiebert, ob das was wird oder nicht. Und wünsche euch jetzt von ganzem Herzen einen wunderschönen Tag, Abend, Nacht, Morgen, Mittag, Nachmittag. Je nachdem, wann ihr dieses Video seht. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Vielleicht auch mit einem neuen Babyboomerchen. Macht's gut, ihr Lieben. Tschüssi.